Herzlich willkommen zur Fortsetzung des Duells um die Ehre, Andy vs. Däum. Die beiden Dummdödel versuchen sich im Allgemeinwissenstest und haben mehr oder minder erfolgreich dran teilgenommen. Andy hat ein bisschen vorgelegt, aber hier kommen erstmal die beiden Gäste. Guten Abend. Guten Abend! Däum ist wenig erfreut, denn er liegt ja mit 3 Punkten. Mit 4 Punkten Abstand dann hinter Andy mit 7. Ja, mal sehen, ob er das noch aufholen kann, weil noch ist ja nichts wirklich verloren. Und die letzte Frage ging an Andy, deswegen geht es jetzt weiter mit Däum. Und es ist ja nicht ganz erdkundemäßig, aber wieder ein bisschen. Wie werden die Kantone in der Schweiz alternativ bezeichnet? A, Räte, B, Kommunen, C, Stände oder D, Länder? Ich glaube, das ist eventuell einfach. Das war der Denkhelikopter. Roffelkopter. Also es entspricht ja im Prinzip Ländern, also Bundes... Also man, ja, entweder ist es D oder B. Scheiße, es könnte Aber auch. Du musst ja dran denken, die Schweizer reden nicht so wie wir. Ja, und nicht dran denken. Das heißt ja auch schon Kantone. Die Schweizer kommen manchmal auf komische Gedanken. Zum Beispiel wie so 4 Amtssprachen oder sowas. Aber, ja, Länder wär viel zu einfach. Länder wäre zu einfach, weil das wäre einfach viel zu logisch. Das ist mehr so diese deutsche Gradlinigkeit. Stände schließe ich mal. Also ich schließe C und D aus. C, weil es Schwachsinn ist und D, weil es zu einfach wäre. Okay. Räte klingt irgendwie zu sehr nach Sowjets. Kommune, obwohl Kommune eigentlich eher noch zwei Ebenen kleiner ist. Ja, ach, was verdammt. Soll ich einloggen? Log mal B und D ein. Soll ich? Okay. Wir loggen B und D ein, um festzustellen, dass beides falsch ist. warte, lass mich raten. Wär's C gewesen? Ja. Oh. Alter! Läuft heute nicht so. Was ist denn da los in der Schweiz? Ja, in der Schweiz heißen es Stände. Oh, Mai. Mai ist, glaube ich, nicht schweizermäßig. Das war bayerisch, Mion. Ist doch scheißegal. Andi, wie lautet der Gruß der Luftschiffer? A, Glück ab, B, Glück auf, C, Glück weg, D, Glück runter. Glück weg. Also, Glück auf sind die Bergarbeiter, das weiß ich. Also, Luftschiffer sind jetzt nicht Piloten gemeint, ne? Es sind Luftschifffahrer gemeint. Das ist alles das Gleiche. Luftschiffer ist wie Seeschiffer. Das sind schon alle, glaube ich, die. Ah, okay. Glück ab macht keinen Sinn. Glück weg auch nicht. Ich sag Glück runter. Wieso macht Glück ab keinen Sinn? Also, jetzt. Naja, gut, Glück ab ginge ja auch, aber Glück ab klingt irgendwie nicht so schön. Ja, und was sagst du jetzt? Glück runter? Zum Abstürzen? Nein, ich. Also, Glück weg macht aber auch keinen Sinn. Also. Ich tendiere zwischen A und D, so. Da ich jetzt schon noch 3 Fragen übrig habe. Man kann nicht zwischen den Dingen tendieren. Möchte ich gerne googeln. Du möchtest googeln? Ja. Okay, dann. Ich öffne schon mal den Browser. Hier den auf unserem Touch-Display zur Fragenbeantwortung. Den Browser. Bist du bereit? Ja. Die Zeit läuft ab jetzt. Er hackt die Frage in den Webbrowser. Zwackel hackt in die 808. Wenn die Frage nicht passt. Hauptsache ich kaufe eine Quizseite, wo das genau dieselbe steht. Tja, so läuft das. Ja, die Antwort musst du trotzdem rausfinden. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Andi, mach das Scheißding zu, sofort! Nein! Andi, du schummelst. Oh, warte, also ich war halt immer auf der Süddeutschen, aber ich konnte nicht weit genug runterscrollen. Du musst die Scheiße jetzt zumachen, das weißt du. Andi schummelt, ich trau ihm nicht. Alter! Soll ich Skype-Bildschirmübertragung machen oder was? Ja, Andi, was ist deine Antwort? Das ist jetzt scheiße. Weil das erste, auf was ich geklickt habe, war erstmal eine Seite, wo genau diese Frage stand. Ja und? Das war, glaube ich, sogar Triviado. Aber? Aber keine Antwort. Richtig. So, da hat, würde ich sagen, jemand seinen Google-Joker ziemlich verkackt.
Ich sage D, Glück runter. Bitte wir loggen D, Glück runter ein. Andi hat die Luftschiffer gegrüßt zum Absturz. Einen Punkt gibt's dafür auf jeden Fall nicht, denn es wäre Antwort A, Glück ab gewesen. Wer sagt denn Glück ab, Alter? Ja, überleg doch mal ab, wie auf, runter? Wie hoch. Glück runter? Ja. Andi, runter bei Luftschiffern. Ja, aber ab. Ab bei Luftschiffern. Ja. Gut, Dolm, du kannst es ja besser machen. Ja, mach ich auch. Ja, na gut, dass man halt gut runterkommt, ne? Also, bekannteste Tauchrevier geltende Great Barrier Reef liegt in. Alter, ist das. Was, Dolm? Was? Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass durch Schiffe und teilweise und Schleppnetze teilweise dieses wunderschöne Riff gefährdet und zerstört wird. Also soll ich C Kanada einloggen? Ich mache mich stark für größeren Naturschutz in Australien. C Kanada, okay. Nein. Gute. Ja, ich logge B ein. Ist diese Frage wirklich richtig? Bist du ganz sicher jetzt, ne? Ja, Alter, ich habe Monopoly Weltreise damals wie ein Verrückter gespielt. Ich weiß sowas. Okay, Respekt. Da konnte Dolm mal wieder einen Punkt gut machen. Es steht 4-7 für Andi. Das könnte noch ein spannendes Rennen werden, je nachdem, wie die Fragen so fallen. Wir haben einen hammerharten Klopfer für Andi. Hammerharten Klopfer. Ich kenne ja noch so einen hammerharten Also ich weiß nicht, wenn er jetzt Party bewandert ist, ist das eine safe Sache für ihn. Welchen Namen hat eine der Partymeilen in Mallorca? A. Schinkenstraße, B. Salamistraße, C. Käsestraße, D. Mortadellastraße. Nicht Mozzarella? What Nein. the fuck? Das wäre dann C. Käsestraße, Don. Andi ist mehr also, so... Also, halt die Fresse. Also C. Käsestraße ist es, glaube ich, nicht. Das macht keinen Sinn. Also das macht, würde vielleicht schon Sinn machen auf Mallorca, aber ich hoffe einfach mal, dass es nicht Käsestraße ist. Mortadellastraße hoffe ich einfach mal auch nicht. Ja, denk dran, ihr habt noch Skype und 50. Ja, ich gucke gerade, ob ich jemanden in meiner Liste online ist. Du hast keine intelligenten Leute in deiner Liste. Also, ich meine, du hast keine Leute, die sowas wissen. Ich wollte gerade sagen, ich habe schon intelligente Leute, aber nichts, was sowas ich weiß. Den Echo-Sound-Test-Service. Ich habe nur einen Kontakt und zwar den Echo-Sound-Test-Service. Welchen Namen hat eine Party in Mallorca? Schinkenstraße, Salami-Straße. Wir wissen eigentlich mehr so der Edelklapper, der geht mehr so. Mallorca ist nicht so sein Revier. Nicht sein Block. Ist ihm zu billig. Ich würde ja Dena anrufen, aber der ist nicht on. Du kannst Kev anrufen, der weiß das. Der ist aber auch nicht on. Manuel weiß es vielleicht. Nein, der Manuel weiß es nicht. Der andere? Der ist nicht on. Oh, doch ist er, aber er wird nicht angehen. Achso. Weil die meisten noch beschäftigt sind. Viel beschäftigt. Schinkenstraße oder Salamistraße? Ich sag, Salamistraße klingt scheiße, Schinkenstraße. A, einloggen bitte. A, Schinkenstraße? Ja. Hast du gerade Bock auf richtig Schinkenbrötchen oder so? Nö, ich habe mir vorhin 52 Gramm Mett gegönnt, aber. Gut, Mettstraße haben wir leider nicht, also soll ich wirklich A einloggen. Gut. Ja. Hätte ich auch gern gesagt. Die Schinkenstraße, das ist richtig. Andi bleibt weiterhin in Führung mit 8-4. Däum hat ganz schön was aufzuholen, wenn er hier noch was reisen will. Ja, das ist. Ja, moin, der Däum, der verliert ja ordentlich. Dolm, du warst doch schon immer so ein Religionsfanatiker, also haben wir hier er war schon mal ein eine passende Frage für dich. Auf welche Vakanz bezieht sich der Begriff Sedis Vacans? Des heiligen Tisches, des heiligen Bettes, des heiligen Sofas, des heiligen Stuhls. Also als Latein also müsste er das jetzt eigentlich hinkriegen. Und ich rede hier nicht von Stuhlgang. Also ich weiß, was es ist, aber ich kann es ja ein bisschen rausziehen. Ich weiß erstmal nicht, was Vakanz ist. Das klingt ja so die Freiheit. Das jetzt Freiheit schon, ist jetzt schon ernst gemeint, dass du es nicht weißt? Das ist quasi. Na, ich weiß, du kannst dich mal die Frage entschlüsseln? Aber ich versuche das gerade so ein bisschen zu entschlüsseln. Also, du versuchst das so genau, es geht darum, guck mal, Vakanz ist ja die Freiheit. Also, es ist etwas frei ist. Ja, genau. Und dann Sedi klingt fast wie Sitz. Wenn der Sitz frei ist, wenn es Klo frei ist, wenn man stuhlen muss, also D des heiligen Stuhls. Ja, würdest du es vielleicht nochmal versuchen, logisch zu erklären, um welchen heiligen Stuhl könnte es sich denn handeln? Den des Papstes. Nee, also der liegt immer auf dem Bett. Also C, B? Nee, D, wie du. Ein Long? Stuhl. Okay. Ein Long. Herzlichen Glückwunsch, Joyma hat nochmal einen Punkt geholt, bevor Andi dann in die finalen Zonen einzieht und die Platten macht. Die finalen Zonen? Ja, er ist schon an der Spitze seiner Leiter. Willst du uns sagen, dass die nächste Frage einfach ist? Nee, das
Weiß ich nicht. Andi ist bestimmt ein Topmodel, ein Hammermodel. Welche Staatsbürgerschaft besitzt das Supermodel Heidi Klum neben der Deutsche? Die Schweizerische, die US-Amerikanische, die Englische oder die Polnische? Also da die früher bei, warte mal, Heidi Klum. Die Schweizerische glaube ich ist, nicht. Ist das nicht diese Schwarze? Oder ist, ich nicht oder mal, ist, bei Jeremy Snacks Topmodel gewonnen? Also nee, die Schweizerische nicht. Die Englische auch nicht. Die Polnische auch nicht. Und da ist, ich meine, die hat ja mal bei Victoria's Secret gearbeitet. Relativ lange. Was ist denn das? Eine Dessous-Unterwäsche-Frauenzeug. Also eine Dessous- und Frauenunterwäsche-Firma aus Amerika. Und da würde ich sagen, B, die US-amerikanische. Das soll ich einloggen, ja? Ja, das darfst du eintippen. So einfach, die wohnt da, warum die muss das haben? Ist totaler Schwachsinn. Das würde ich sagen, geben wir mal an die Zuschauer weiter. Ihr seht, wie unten wieder keine Telefonnummer eingeblendet und es gibt auch dann genullnau Euro zu gewinnen. Also jetzt nicht anrufen und wir sehen uns nach einem Spot gleich wieder. Da sind wir wieder und jetzt kommen wir zur Auflösung der Frage, welche Staatsbürgerschaft besitzt das Supermodel Heidi Klum neben der Deutschen? Und Andi war sich ziemlich sicher, dass sie die US-amerikanische besitzt, weil sie da ja für Dessous-Läden oder so gearbeitet hat. Und nein, die Supermarke. Wirklich begründet, werden wir sehen. Ja, es ist die richtige Antwort. Herzlichen Glückwunsch. Also, aber Andis Begründung ist totaler Schwachsinn. Ja, wieso? Die hat doch mal bei Victoria's Secret gearbeitet, dann kriegst du ein Arbeit. Ja, da muss ich doch nicht... Ich nach einer Zeit kriegst du eine Staatsbürgerschaft da, wenn du so lange gearbeitet hast. Man sieht, bei Däum schlägt der Frust durch, denn Andi fehlt nur noch eine Frage. Halt die Fresse. So, deswegen jetzt mal eine... Und ich habe noch zwei Joker, ja? ...geschichtlich sehr wichtige Frage. Und zwar... Da bin ich gut drin. Ja? In welchem Jahr wurde Charles Darwin, der entscheidende Mitbegründer der Evolutionstheorie, geboren? Und da haben wir ein paar Jahreszahlen... von der du dir gerne eine aussuchen darfst. Also A kann ich ausschließen. Ich glaube, der war noch aus, der war aus so einem richtigen Vintage-Oldschool-Schiff unterwegs. So richtig mit Retro. Der war unterwegs. So ein richtiger Hipster, individuell ja, und so. Der hat ein Jute-Segel. Also B ist mir auch zu modern. Ja, C oder D? C oder D. Ich logge C und D ein. Geht das? Ja, nee. Das geht doch nicht. C oder D. Du könntest also ja dein 50-50 raushauen. Ja, aber nicht, dass der Zufallsdings da so richtiger Spast ist. Tja. Ja, aber dann willst du ihn ja nie benutzen, oder was? Aber ich habe auch keine Leute, die sowas wissen in meiner Skype-Liste. Also ist es entweder C oder D. Ja, aber du musst doch sehen, dass Andi kurz vorm Sieg ist. Ja, ich nehme 50-50. Ja? Sicher? Ja, sicher. Dann lassen wir den 50-50 entscheiden. Mal gucken, ob er gnädig ist. Und es sind nur noch A oder D übrig. Welche Antwort ist es? Ich weiß gar nicht, was daran so lustig ist. Ich nehme D wie... großherziger. Wie Dummdödel. Ich logge D wie Dummdödel ein. Und das war richtig. Der 50-50 hat uns tatsächlich die richtige Antwort übergelassen. Damit konnte Däum immerhin schon mal auf 6 Punkte kommen. Und Andi spielt jetzt einen Matchball. Ich würde es eher Matchball nennen. Könnte man auch sagen. Und jetzt ist Andis Werkstoffkunde gefragt. Und zwar, aus welchem Grundmaterial wird Kordstoff gefertigt? A, Satin, ich kann das immer noch nicht aussprechen. Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst. B, Seide, C, Polyester, D, Baumwolle. Das ist gar nicht so einfach. Ich reklamiere diese Fragen, weil sie zu einfach ist. Doch, du hast selber verkackt, dass du am Anfang die Frage richtig gemacht hast. Du hättest ja Andis Fragen haben können. Also, Saturn soll und verdienen. Dass ihr tatsächlich schon 8 Fragen über dem über der Minimalzahl rüber raus seid, ist ja auch an eurer Schlechtigkeit abzumessen. Ja? Also, A ist es nicht, ne? B auch nicht, außer es ist eine extrem teure Korthose. Aber eine extrem ja, teure. Kort wird über den Stoff definiert, glaube ich, und weiß. Auch wenn sie teuer ist, niemals aus Seide sein. So, Polyester ist es auch nicht. Ich würde sagen, D. Soll ich D wie Baumwolle einloggen? Ne, ich nehme noch meinen 50-50-Joker.
Okay. Der 50-50 Joker darf schon wieder zuschlagen. Überbleiben C und D. Sag ich D. Wir loggen D ein. Joker, Telefonjoker. Meinst du? Brauchst du noch? Willst du Dorn anrufen vielleicht? Der ist schon da. Gut, wir loggen D ein und D ist die richtige Frage. Herzlichen Glückwunsch. Andi ist der Gewinner der ersten Ausgabe. Andi vs. Dorn, das Duell um die Ehre. Während sie am Anfang schon recht schwach gestartet haben, sind sie jetzt immerhin auf das Ergebnis von 10 zu 6 gekommen. Also nicht ganz so kläglich, wie es erst aussah. Aber auch ein blindes Huhn findet irgendwann mal ein Korn. Danke. Danke, danke. Danke, dass wir heute Abend da waren. Aber das ist noch nicht das Ende. Das ist nicht das Ende. Ja, doch, das ist das erste Duell. Andi, wir sehen uns wieder. Ich glaube, die beiden brauchen A, ein Rematch, B, andere Gegner und C, noch mehr von diesen geilen Fragen, weil es einfach verdammt witzig war. Wir hoffen, ihr fandet das mindestens genauso witzig. Lasst eine positive Bewertung da. Ein Kommentar, in dem ihr formuliert, was ihr davon haltet und oder Verbesserungen. Und ob ihr es witzig fandet oder ob ihr irgendwas total scheiße fandet oder ob ihr es einfach und cool fandet. Und schreibt auf keinen Fall in die Kommentare, boah, seid ihr dumm. Das verletzt mich. Das gehört zur Show, aber nochmal, um das festzuhalten. Es war wohlgemerkt nichts daran geskriptet und wir haben auch gesagt, es geht um die Ehre, also benutzt keiner nebenbei das Internet, aber da sie auch so viel falsch gemacht haben, dann müssen sie schon ziemlich schlecht sein. Also bedanken wir uns wieder bei Triviado, der Quizseite, für die ganzen Fragen und dann hoffen wir, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und dann bleibt es nur noch zu sagen, gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal.